Ja, hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist eure Angie. Heute möchte ich euch meine Karottenwaffeln vorstellen. Ja, ein ganz schnelles, kurzes Rezept und los geht's. Ja, für meine Karottenwaffeln braucht ihr 95 Gramm Butter, 4 Eier, 4 Karotten, die habe ich aber schon klein gerieben, 365 Gramm Kokosmilch und 175 Gramm Mehl. Als erstes tut ihr die schon geriebenen Karotten in die Schüssel rein. Als zweites schmeißt ihr die 95 Gramm Butter mit rein. Und dann die 4 Eier. So, und als nächstes verrühren wir das alles. Nachdem ihr das alles verrührt habt, kommt die Kokosmilch rein. So, jetzt habe ich das auch schon mit der Kokosmilch verrührt und jetzt kommt das Mehl dazu. Und das auch nur Stück für Stück. So, jetzt habe ich alles zusammen verrührt und jetzt machen wir halt die erste Waffel draus. So, jetzt habe ich schon ein bisschen das Waffeleisen mit Butter beschmiert. Und jetzt mache ich so 2 bis 3 Esslöffel von dem Teig rein. So, das ist mein Endergebnis. Ja, mein Mann ist schon hin und weg, er hat schon was weggemampft und die Kinder bekommen auch gleich was. Wer Lust hat und noch was Süßes dazu machen will, kann gern Kirschen dazu machen oder Apfelmus. Und ja, und perfekt für die, die gerade auf Diät sind und nicht ganz aufs Naschen verzichten wollen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und abonniert mich gerne, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, denn es werden ja natürlich noch weitere gesunde Rezepte folgen und natürlich würde ich mich auch über ein Like freuen und ja, ich hoffe, euch geht's gut und bis bald.